Hallo, ich bin die Eva und wir fahren heute die Trainingseinheit gemeinsam auf dem Kettler Speedbike. Bevor wir beginnen, müssen wir noch ein paar Einstellungen an dem Bike vornehmen. Wir beginnen am Sattel. Wir stellen uns neben das Bike und um den Sattel einzustellen, müssen wir ihn circa auf Hüfthöhe einmal die Schraube lösen und wieder einrasten lassen. Dann geht es noch nach vorne. Hier legt ihr den Ellbogen an, lösen, nach vorne schieben und dass ihr vorne an den Lenker kommt. Zum Lenker, entweder auf Sattelhöhe oder bei Rückenproblemen gerne auch etwas höher. Hier wieder so weit nach vorne, dass der Ellbogen am Sattel anliegt und ihr mit den Fingerspitzen circa zum Lenker fassen könnt. Hier vorne ist der Widerstand in die rechte Richtung. Mehr Widerstand nach links wird der Widerstand gelöst. Bei Druck aktiviert ihr die Bremse. Hier ist noch die Möglichkeit, ihr könnt ohne Klicks in den kleinen Körbchen fahren oder eben umdrehen und dann mit den Schuhen einklicken. Okay, dann geht's los. Vergewissert euch, dass ihr fest in den Schlaufen seid oder auch fest in euren Klicks. Und dann wählt die erste Griffposition. Fahrt euch locker ein und ganz wichtig, es ist immer ein wenig Widerstand drin. Wählt die erste Griffposition und dann korrigiert eure Haltung. Zieht die Schultern tief, Brustbein raus und den Rücken schön gerade halten. Fahren uns erstmal locker ein. Dann erhöht mal den Widerstand, sodass euer Tritt ein bisschen fester wird. Genau, sehr gut. Haltung bleibt gleich. Zieht den Bauchnabel etwas nach innen, damit der Bauch schön fest ist. Erhöht den Widerstand, bevor wir nach oben gehen. Wählt die zweite Position. Das höher. 4, 3, 2. Komm nach oben. Deine Gesäßmuskulatur ist kurz über dem Sattel. Der Oberkörper bleibt schön fest. Okay, dann komm hoch zur dritten Position. Höchste Stufe. Schieb dein Becken wieder etwas zurück. Tief ein- und ausatmen. Okay, und dann kommt zur vierten Griffposition. In die Mitte, Ellbogen eng. Jawohl.
zurück zu 1. Richte dich auf. Bleib schön fest. Atme. Okay, noch 4, 3, 2. Setz dich jetzt. Tief atmen. Alle 4 Griffpositionen sind klar. Prüft nochmal jetzt, ob eure Einstellung vom Bike auch so für euch passt. Ein bisschen mehr Widerstand auf. Bleib in der 1 und löse deinen Gesäß wieder hoch, hoch, tief, hoch, tief. Genau. Bleib fest. Noch 4, 3, 2 und setz. Achte hier wirklich auf die Druck- und Zugphase. Mit der Ferse hochziehen, das macht dein Hüftgelenk. Hör auf den Takt deiner Musik und fahr mit ihm. Okay, langsam wird's warm. Wir wollen noch ein bisschen mehr Widerstand. Zweite Position. Wir gehen 4 nach oben. Auf geht's. 4, 3, 2 und setz. Wieder nach oben. 4 mal. 4, 3, 2 und 6. Einmal mehr, komm hoch. 4, 3, 2 und 6. Letztes Mal. 4, 3, 2, setzen und komm in die erste Position. Wir nehmen mal Single Dips dazu. Komm nach oben. 4, 3, 2, komm Dips tief. 4, 3, 2 und 6. Die Ellbogen sind dabei schön eng. 4 mal nach oben. 4, 3, 2, 4 Dips. Komm tief. 4, 3, 2, letztes Mal. Und setz. Einmal mehr mit 4 hoch. 4, 3, 2, 4 Single Dips. Komm tief. 4, 3, 2 und 6. Okay. Wir gehen runter auf 2er. 2er nach oben. 1, 2, tief, tief, 6. Pause. 4, 3, 2, komm hoch. 1, 2, tief, tief und 6. Atmen. Auf geht's. 1, 2, tief, tief,
setzt. 4, 3, 2, komm nach oben. 2, 1, 2, tief, tief, setzt. Einmal noch. 4, 3, 2, komm nach oben. 1, 2, tief, tief, setz. Atmen. Wir gehen jetzt ins Single-Time. Auf geht's, komm hoch. Hoch, dip, setz. Hoch, dip, setz. Hoch, dip. Hoch, dip. Komm, hier kannst du noch. 3, dip, 2 mehr, komm, hoch, tief, setz, hoch, tief, bleib hier unten. Löse den Widerstand etwas. Bleib im Takt der Musik, nutz die Druck- und Zugphase. Wechsel zur zweiten Position. Mehr Widerstand. Okay, setzt euch zu 2. Noch mehr Widerstand. Fühlt den Beat. Druck- und Zugphase. Es geht bergauf. Noch mehr Widerstand sehen. Ellbogen schön eng. Macht es euch schwer. Position. Erhöhe den Widerstand.
Schultern tief, Brust raus. Kämpfen. Nochmal arbeiten. Genauso warm wie mir. Nach dem Berg geht's bergab. Okay, ihr dürft ein bisschen Tempo aufnehmen. Setzt euch dafür tief ab. Aktiviert eure Bauchmuskulatur, Beckenbodenmuskulatur. Den Beat. Jawohl.
Como en Venezuela. Sí. Brasil. Wir haben noch ein bisschen was vor uns und wir versuchen jetzt gleich in einem Tempo kurze Runnings nach oben zu gehen. Also baut noch mehr Spannung auf. Noch 4, 3, 2, fest, komm hoch. Salsa. 8, 7, komm schon. 6, 5, 4, 3. Und setzen. Sehr gut. Der Musik. Zweite Position. 4, 3, 2, komm hoch. 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2 und 6. Tief ein- und ausatmen. 3 mal 8, komm. Nummer 2, komm hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 6. Noch 4, 3, 2. Nach oben, komm hoch. Vier mehr. 3, 2 und 6. 1 mal 8 kommt noch. Und dann gehen wir zu den 4ern. Noch 4. 3,
2. Letzter. Nach oben. Hup. Die letzten 4. 3. 2. Und 6. Darfst du noch ein bisschen mehr Widerstand nehmen? Vierer hoch. Noch 4. 3. 2. Komm. 4. 3. 2. Und 6. Wieder 4 nach oben. Komm hoch. 4. 3. 2. Und 6. Schön langsam absetzen. Zweimal mehr. Komm hoch. 4. 3. 2. Und setzen. Einmal mehr. Letzte Runde. Come on. 3. 2. Und setzen. Noch mehr Widerstand. 2. Auf geht's. 1, 2, setz. 1, 2, setz. 1, 2. Schön langsam und mit viel Spannung setzen. Wenn es nicht mehr geht, dann nimm ruhig etwas Widerstand raus. Und steig wieder mit ein, wenn es wieder machbar ist. Für wen noch mehr geht, gerne mehr Widerstand. Okay, zweimal noch. Und der letzte. Noch mehr Widerstand. Und dann kommt eine Runde. Single Time. 4, 3, 2, komm hoch. Und dann kannst du auch ruhig zu 3 gehen und tief. Achte auf deine Haltung. Noch 4, 3, 2 und jetzt setz dich nicht mehr ab. Hoch, kurz über den Sattel, hoch. Ellbogen eng, nicht absetzen. Noch 8, 7, 6, kämpfe, 5, 4, 3, nochmal Spannung, 2, halte hinten, hier, komm, zieh, zieh. Mehr Spannung. Konzentriere dich auf deine Etappe, deine Challenge. Okay. Drei noch, zwei und dann langsam setzen. Widerstand etwas lösen. Atme einmal tief durch. Es wird nicht einfacher, im Gegenteil. Es wird nochmal, wir kommen nochmal einen Schub hier oben drauf. Wir fokussieren. Ich möchte, dass ihr alle Kraft nochmal zusammennehmt. Konzentriert euch. Ich möchte, dass ihr halbes Tempo fahrt.
Also schön langsam mit viel Widerstand. Okay. Und es arbeiten nur deine Beine. Heb den Oberkörper mit an. Bleib fest. Und hier bleibst du. Fokussiert. Konzentrier dich. Deine Challenge. Noch langsam. Nur deine Beine arbeiten. Du darfst den Beat wieder aufnehmen. Spür ihn. Noch 4, 3, 2 und setz. Atme durch. Und bereite dich auf den zweiten Teil der Challenge vor. Trink gerne noch einen Schluck. Dann erhöhe den Widerstand nochmal. Jetzt geh in die zweite Position. Und dann komm wieder nach oben. Schultern tief, Brust raus. Konzentrier dich. Atme. Komm hoch zur dritten Position. Schieb dein Gesäß noch ein Stück zurück. Geh tief. Noch langsamer. Lass nur deine Beine arbeiten. Und lösen. Setz dich. Löse den Widerstand. Richte dich auf. Okay, dir geht's gut? Können wir weitermachen? Immer den Grundwiderstand aufrecht halten. Wenn mehr geht, dann mach mehr. Nimm den Beat auf. Wieder etwas schneller zu werden. Tempo aufnehmen. Genau, sehr gut. Okay, halte die Spannung. Bleib dabei. Running.
rein. Komm hoch, go. Tempo bleibt, komm. 4, 3, 2, setzen. Bleib hier. Hep, 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 hep. Zweite Runde. 4, 3, 2, komm hoch, go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und setz. Bleib dabei. Zwei Stück noch. Schaffst du. In 4, 3, 2 gib Gas. Komm hoch. Noch 8, 7, 6, 5, 4 3, 2 und setzen. Sehr gut. Bleib dabei. Einer kommt noch. Halte durch. Okay. Mach dich bereit. In 4, 3, 2 halte durch. Komm hoch. Go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und setzen. Sehr gut. Halte den Beat. Schaffst du noch einen? Gut. Dann zieh mit. In 4, 3, 2 komm mit. Go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und setzen. Sehr gut. Lockern. Widerstand raus. Atmen. Und kurz Pause. Und dann geht's weiter. Trink was. Okay. Eine letzte Runde noch. Hör den Beat. Passe dir einen Widerstand an. Position. Fester Tritt. Hep, 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 hep. 4 noch. 3, 2 und dann komm nach oben. Bleib hier. Nimm deine Ellbogen nach außen. Lass deine Handgelenke gerade. Komm tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Bring dein Gesäß noch tiefer zurück über den Sattel. Okay, gib mir 3 Pulse und 3, 2, 1, hoch, 3, 2, 1,
Vier mehr. Komm. Tief, tief, tief. Noch drei. Zwei noch. Letztes Mal. Bleib hier. Komm hoch zur dritten Position. Tiefer zurück. Ellbogen nach außen. Single Time. Liegestütz. Komm vor. Widerstand raus. Fahr locker weiter. Atme tief ein und aus. Spür deinen Herzschlag und versuche deinen Puls langsam nach unten zu bringen. Genieße das Gefühl nach getaner Arbeit. Langsam aus. Dann richte dich langsam auf. Oder noch langsamer. Beide Arme lang nach vorne. Runde deinen Rücken. Und dann öffne beide Arme. Und dann bring deine rechte Hand zurück zum Schulterblatt. Lass mit der linken Hand zum Ellbogen. Wechsel die Seite. Langsam los.
Halte in Schrittstellung. Komm zur dritten Position. Richte dich auf. Und dann versuche deine hintere Ferse nach unten zu drücken. Spüre und genieße die Dehnung in der Beinrückseite und deiner Wadenmuskulatur. Und dann wechsel die Seite. Standbein bleibt leicht gebeugt, richte dich auf. Such die Knie circa auf einer Höhe zu lassen. Und dann wechsel die Seite. Einen tollen Job gemacht. Vielen Dank fürs Mitfahren.